Gebet zur Gottesanrufung. O Gott, der du allen Lebenden das Leben schenkst, erfülle mein ganzes Sein mit deinem Geiste und allen deinen Segnungen. Ich lebe nicht aus eigener Kraft, sondern aus dem Leben Gottes, der das ganze Universum durchdringt. Meine Taten sind nicht meine Werke, sondern die Taten Gottes, der das ganze Universum durchdringt. Mögest du uns beschützen, großer Engel, der du durch Seisho Noye erschienen bist, um uns den göttlichen Weg des Universums zu weisen. Lesung: Die heiligen Sutras, die Verkündigung der Wahrheit, das Wort des Engels. Von Dr. Masaharu Taniguchi. Gelesen von Seelenhorcher. Offenbarung zum Anzünder der sieben Leuchter. Versöhne dich mit allen Dingen im Kosmos. Mit der Versöhnung wird der gesamte Kosmos dein Freund. Ist der Kosmos dein Freund, so kann dir nichts im Kosmos Schaden zufügen oder dich verletzen. Falls du von etwas verletzt oder von Krankheitserregern befallen wirst, oder wenn sich böse Geister deiner bemächtigen, so ist dies ein Zeichen dafür, dass du dich nicht mit ihnen versöhnt hast. Überprüfe es und versuche, dich mit ihnen zu versöhnen. Dies habe ich gemeint, als ich einst lehrte, dass man sich zuerst mit den eigenen Geschwistern versöhnen müsse, bevor man Gott ein Opfer bringt. Die größten unter deinen Geschwistern sind deine Eltern. Wer Gott danken kann, aber nicht seinen Eltern, dessen Herz stimmt nicht mit dem Gottes überein. Sich mit allen Dingen im Kosmos zu versöhnen heißt, dass man allen Dingen im Kosmos gegenüber dankbar ist. Echte Versöhnung vollzieht sich nicht dadurch, dass man sich gegenseitig nur duldet oder einander Nachsicht walten lässt, denn in der Duldung und der Nachsicht vollzieht sich im tiefsten Herzen keine Versöhnung. Echte Versöhnung entsteht nur dann, wenn man Dankbarkeit in sich fühlt. Derjenige, der zwar Gott dankbar sein kann, aber nicht allen Dingen im Kosmos, hat sich noch nicht mit diesen versöhnt. Wenn keine Versöhnung mit allen Dingen im Kosmos stattfindet, so können die erlösenden Gedankenwellen Gottes nicht empfangen werden, weil die streitenden Gedankenwellen sie daran hindern. Sei dankbar für die Wohltaten des Staates. Sei dankbar deinen Eltern gegenüber. Sei deinem Manne oder deiner Frau dankbar. Sei deinen Kindern dankbar. Sei dankbar gegenüber den Bediensteten. Sei dankbar gegenüber allen Menschen. Sei allen Dingen im Kosmos dankbar. In dieser Dankbarkeit siehst du nun meine Gestalt und in ihr empfängst du die Erlösung. Da ich das Ganze in allem bin, findest du mich erst, wenn du dich mit allen Dingen im Kosmos versöhnt hast. Mich kann man nicht hier oder dort finden. Ich offenbare mich durch kein Medium. Wer glaubt, man könne Gott durch ein Medium herbeirufen, der irrt sich. Wer mich zu sich bitten will, der soll sich zuerst mit allen Dingen im Kosmos versöhnen. Ich bin die Liebe, darum werde ich mich dort offenbaren, wo du dich mit allen Dingen im Kosmos versöhnt hast. Offenbarung in der Nacht vom 27. September 1931. Die Zeit ist gekommen. Alle Kranken können sich jetzt aufrichten. Die Zeit ist angebrochen, da es für dich keine Krankheit mehr geben wird. Die Zeit ist gekommen, in der die Wahrheit für alle Menschen zugänglich wird. Genauso heilte einst Christus vor 2000 Jahren einen Kranken an einem entfernten Ort mit dem Satz: Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Matthäus 8,13. Behalte immer die Tatsache im Sinn, dass Kranke an entlegenen Orten durch bloßes Lesen von Seisho no Yie und durch die Erkenntnis dieser Wahrheit geheilt werden. Seisho no Yie tritt nun vor die Menschheit, wie es einst in der Offenbarung des Johannes von den sieben Leuchtern prophezeit wurde. Wer aus diesen Leuchtern das Licht der Wahrheit empfängt,
der wird die drei Finsternisse, Sünde, Krankheit und Tod, verbannen, die die Menschheit seit der Vertreibung aus dem Paradies quälen. Nähert sich das Licht, so schwindet die Finsternis. Nähert sich die Wahrheit, so schwinden alle Irrtümer. Schwinden die Irrtümer, so verschwinden Sünde, Krankheit und Tod als deren Produkte. Zaudere nicht, mein Licht zu empfangen. Ich bin der, der in den sieben Leuchtern das Licht anzündet. Offenbarung, 15. Januar 1931. Das Heilige Sutra, die Verkündigung der Wahrheit. Gott. Eines Tages erschien ein Engel bei Seisho Noye und verkündete: Gott, der Schöpfer, ist jenseits aller fünf Sinne, auch jenseits des sechsten Sinnes, heilig, vollkommen, unendlich ist er, das Herz, das das Universum durchdringt, das Leben, das das Universum durchströmt, das Gesetz, das das Universum durchwaltet. Wahrheit, Licht, Weisheit und vollkommene Liebe. Das ist das Wesen des großen Lebens, die wahre Natur des absoluten Gottes. Wo immer Gott sich zeigt, stellen sich Güte, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Harmonie ganz von selbst ein. Ein jedes Lebewesen findet seinen Platz. Keines streitet, keines wendet sich gegen die anderen, keines leidet an Krankheit, es gibt keine Not. Gott ist in allem und steht über allem. Weil Gott in allem und über allem steht, ist er vollkommen. Und außer Gott gibt es nichts. Gott umschließt alles wahre Sein. Es gibt nichts, was Gott nicht geschaffen hat. Als Gott alles schuf, gebrauchte er dazu weder Lehm, noch Holz, noch Hammer, noch Meißel. Er gebrauchte kein Material und kein Werkzeug. Er schuf es allein mit der Kraft seines Herzens. Sein Herz ist der Schöpfer aller Dinge. Sein Herz ist die Substanz, die das Universum erfüllt. Sein Herz selbst ist der allmächtige Gott und allgegenwärtig. Tritt das Herz dieses allmächtigen Gottes, des vollkommenen Gottes, in Bewegung, so wird es zum Wort, aus dem sich alle Dinge entfalten und zur Schöpfung Gottes werden. Alle Schöpfung ist das Wort Gottes, alles ist Geist, alles ist Herz, nichts ist aus der Materie geschaffen. Die Materie ist nur ein Schatten des Herzens. Die Schatten zu sehen und sie für das wahre Sein zu halten, ist ein Irrtum. So habt Acht und lasst euch nicht vom Irrtum vereinnahmen. Wisset, das wahre Sein ist ewig und kennt kein Vergehen. Der Irrtum ist flüchtig und schwindet bald. Das wahre Sein ist frei und kennt kein Leid. Wer dagegen dem Irrtum anheimfällt, ist gefangen und erleidet Qualen. Das wahre Sein ist die Wahrheit, der Irrtum dagegen besitzt eine Scheingestalt. Das wahre Sein liegt jenseits der fünf Sinne, auch jenseits des sechsten Sinnes und wird niemals von den Sinnen des Menschen wahrgenommen. Geistwesen. Eure Sinne nehmen nur die Schatten eurer Überzeugungen wahr. Selbst wenn ihr übersinnliche Fähigkeiten besäßet und die Erscheinungen von Geistwesen sähet, würdet ihr doch nicht das wahre Sein sehen. Alles, was die Sinne wahrzunehmen vermögen, ist nur ein Schatten des Herzens und nicht das eigentliche wahre Sein. Es gibt verschiedene Erscheinungen von Geistwesen. Es gibt Geistwesen, die krank sind, Geistwesen, die gequält werden. Es gibt die Geistwesen, die unter Magenkrankheiten leiden, obwohl sie gar keinen Magen besitzen. Und es gibt Geistwesen, die, ohne ein Herz zu besitzen, unter Herzkrankheiten leiden. Dies alles nennt man Irrtum. Wenn aber solche Geistwesen sich eines Menschen bemächtigen, so wird er die Symptome einer Magen- oder einer Herzkrankheit zeigen. Diese verschiedenen, gequälten Geistwesen, die erscheinen mögen, besitzen kein eigentliches wahres Sein. Sie sind die Schatten des Irrtums, der sich wegen ihrer falschen Überzeugungen in ständigem Wandel befindet. Und das Herz, das sich im ständigen Wandel des Irrtums befindet,
wird eine ihnen gemäße Erscheinung annehmen. Aber wie auch immer diese gestaltet sein mag, bleibt diese Scheingestalt im Grunde immer nur Schein und kann niemals zum wahren Sein werden. Fürchtet euch nicht vor dem, was nicht wahr ist. Behandelt das Unechte nicht so, als sei es wahr. Begegnet dem Unechten mit dem wahren Sein. Begegnet dem Unwahren mit dem Wahren. Begegnet den Scheingestalten mit dem wahren Wesen, dem Jesu. Begegnet der Dunkelheit mit dem Licht. Nur das wahre Sein kann den Irrtum vernichten. Nur das wahre Wesen kann die Scheingestalt zerstören. Nur die Wahrheit kann den Wahn ausmerzen. Und nur das Licht kann das Nichtsein der Finsternis entlarven. Lehret die Menschen das wahre Wesen des Lebens. Lehret die Menschen das wahre Wesen des Lebens, Gott selbst und vollkommen ist, weil Gott alles ist, weil Gott keine Sünde geschaffen hat und weil es außer Gott keinen Schöpfer gibt. Gibt es in dieser Welt keine Sünden, die begangen werden und keine Sünde, die Vergeltung fordert. Mögen alle Geistwesen in den drei Sphären und alles Leben im Universum erwachen und diese Wahrheit erkennen. Wenn ihr den Irrtum zerstört, der die Quelle aller Leiden ist, dann werden die Engel des Himmels den Lobgesang der Wahrheit herniederregnen lassen, und alles Leben auf dieser Welt wird das Licht erblicken. Alle Trugbilder werden verschwinden, und die Welt wird sich gleichsam von selbst in ein strahlendes Reich verwandeln. Materie. Haltet nicht die Materie, die ihr mit den Sinnen wahrnehmt, für das wahre Sein. Die Materie ist nicht das wahre Wesen der Dinge, sie ist nicht das Leben und sie ist nicht die Wahrheit. Sie besitzt weder die Kraft des Verstandes noch die der Empfindung. Weil sie letztlich nichts ist, entbehrt sie jeglichen eigenen Wesens, und das Herz allein ist es, das ihr dieses verleiht. Wenn euer Herz Gesundheit wünscht, so wird es sie hervorrufen. Fürchtet es Krankheit und Leiden, so werden diese unweigerlich auftreten. Genauso ist es mit einer Filmleinwand. Wird ein Ringkämpfer darauf projiziert, so erscheint vor euren Augen ein Ringkämpfer. Wird ein Kranker und Gebrechlicher darauf projiziert, so erscheint eben dieser. Der Film selbst ist aber transparent und hat ursprünglich weder etwas mit dem Ringkämpfer noch etwas mit dem Kranken zu tun. Die Figuren des Ringkämpfers und des Kranken auf der transparenten Leinwand sind das Ergebnis eines photochemischen Prozesses und keinesfalls wirklich. Im Grunde sind sowohl der kräftige Ringer als auch der schwache Kranke nur Schatten, die mit Hilfe einer chemischen Flüssigkeit entstanden sind. Sie besitzen kein wahres Sein. Würde man eine transparente Filmrolle durch den Projektor laufen lassen, so gäbe es dort weder einen kraftstrotzenden Ringer, der im Alter sterben wird, noch einen schwachen Kranken. So wäre auf der Leinwand nur helles Licht, das Leben selbst in seinem Glanz. Ihr müsst jetzt wissen, euer Leben ist größer als das jenes Ringers, wie stark und gesund er auch sein mag, wenn er seinen physischen Leib als wahres Sein betrachtet und wenn er sich mit seinem physischen Leib identifiziert, so wird er schließlich doch sterben, denn er verkörpert nicht die wahre Gesundheit. Wahre Gesundheit liegt nicht in der Materie, nicht im physischen Körper. Auch wahres Leben liegt nicht in der Materie, nicht im physischen Körper. Euer wahres Selbst liegt nicht in der Materie, nicht in eurem physischen Körper. Jenseits der Materie, jenseits des physischen Körpers, verbirgt sich euer vollkommenes, geistiges Wesen, und das ist euer vollkommenes Selbst, so wie Gott es geschaffen hat. Das ist das Leben, das ewig gesund und ewig unzerstörbar ist. Jetzt müsst ihr euch von der Materie befreien und euer eigenes, wahres Wesen des Lebens erkennen. Wahres Sein.
Der Engel sprach abermals: Das wahre Sein ist ewig. Das wahre Sein wird nicht krank. Das wahre Sein kann weder altern noch sterben. Diese Wahrheit zu kennen bedeutet, um den Weg zu wissen. Da das wahre Sein das ganze Universum durchdringt und vollkommen ist, nennt man es auch den Weg. Der Weg ist bei Gott. Gott selbst ist der Weg und das wahre Sein. Das wahre Sein zu kennen und im wahren Sein zu leben bedeutet, die Vergänglichkeit zu überwinden und vollkommene Harmonie zu erlangen. Die Lebenskraft kennt nur das Leben und nicht den Tod. Die Lebenskraft ist nur ein anderer Name für das wahre Sein, das weder Anfang noch Ende besitzt und weder Vergehen noch Tod kennt. Darum hat auch die Lebenskraft weder Anfang noch Ende und kennt weder Vergehen noch Tod. Das Leben lässt sich nicht mit zeitlichen Maßstäben messen. Es lässt sich auch nicht mit den Maßstäben des Zerfalls messen. Im Gegenteil, die Zeit liegt in der Hand des Lebens. Schließt das Leben die Hand, so konzentriert sich die Zeit in einem Punkt. Öffnet es die Hand, so dehnt sich die Zeit in die Unendlichkeit aus. Denen, deren Geist sich jung fühlt, wird die Jugend zurückgegeben, und die, die sich alt glauben, werden schnell altern und gebrechlich werden. Ebenso wird das Leben nicht vom Raum begrenzt, im Gegenteil, der Raum ist nur eine Form der Wahrnehmung, die das Leben hervorgebracht hat. Und deshalb ist das Leben der Stamm und der Raum ein Zweig. Vom Leben ausgestrahlte Gedanken und Ideenmuster, die in den Raum projiziert werden, nennt man Materie. Die Materie ist aber ursprünglich nichts. Sie besitzt weder Kraft noch Eigenwesen. Sie besitzt jedoch die Eigenschaft, den Anschein zu erwecken, als beherrsche sie das Leben. Dies ist aber nur eine Verzerrung, die auftritt, wenn die Lebenskraft den Filter unserer Wahrnehmung passiert. Lasst euch aber nicht von diesen Verzerrungen vereinnahmen, sondern schaut direkt auf das wahre Wesen des Lebens. Wer um das wahre Wesen des Lebens weiß, der wird den kausalen Zusammenhang überwinden und die ursprüngliche, unverzerrte, harmonische Freiheit des Lebens gewinnen. Weisheit. Weisheit ist ursprünglich das Licht Gottes. Sie ist ein vollkommenes Licht, das zum wahren Sein geleitet. Es ist ein unendliches und allgegenwärtiges Licht, es kennt keine Grenzen, und weil es grenzenlos ist, erleuchtet und durchstrahlt es alles. Und da der Mensch ein Kind des Lichtes ist und im Lichte lebt, kennt er weder Dunkelheit noch Straucheln und auch keine Hindernisse. Gleich den Engeln, die durch den Himmel wandeln, und gleich den Fischen, die sich im Meer tummeln, bewegt sich der Mensch lichterfüllt und frohlockend in einer Welt aus Licht. Die Weisheit ist das Licht der Erleuchtung. Sie ist eine Wahrheit, vor der die Finsternis des Irrtums weicht. Die Wahrheit allein ist das wahre Sein. Die Finsternis ist nur eine Wahrheit, die nicht erleuchtet ist und einem Albtraum gleicht. Hütet euch vor diesen Träumen. Sobald ihr erleuchtet seid, verwandelt sich die Welt in ein strahlendes Paradies und der Mensch offenbart sein wahres Wesen, welches lichterfüllte Lebenskraft ist. Gott ist unendliches Licht und allgegenwärtige Weisheit, ist Güte ohne Ende und ewiges Leben. Er ist das wahre Wesen und der Schöpfer aller Dinge und darum ist Gott überall gegenwärtig. Da Gott allgegenwärtig und Schöpfer aller Dinge ist, ist nur das Gute die alleinige Kraft, ist nur das Gute das alleinige Leben, ist nur das Gute das alleinige wahre Sein. Es gibt daher keine Kraft, die nicht gut ist, auch kein Leben, das nicht gut ist, und kein wahres Sein, das nicht gut ist. Die Kraft, die nicht gut ist, zieht das Unglück herbei und ist ein Albtraum. Das Leben, das nicht gut ist, zieht Krankheit herbei und ist nur ein Albtraum. Sämtliche Disharmonie und Unvollkommenheit sind nichts anderes als ein Albtraum.
Nur unser Albtraum verleiht der Krankheit und dem Unglück, der Disharmonie und der Unvollkommenheit ihre Macht. Dieser Albtraum gleicht einem Traum, in dem wir von Dämonen gequält werden. Erwachen wir daraus, so ist da nichts mehr, was uns zuvor geplagt und gequält hat. Uns hat nur ein Traum gequält, den wir selber erschaffen haben. Wahrlich, die Kraft des Bösen, die Kraft, die unser Leben unterdrückt und die Kraft, die uns quält, besitzt objektiv gesehen kein wahres Sein. Dies ist ein Traum, den unser eigenes Herz sich ausgemalt hat und der uns und unser Herz quält. Die Lehre Buddhas nennt dies die Finsternis, den Irrtum. Die Shinto-Lehre nennt dies Sünde. Man nennt dies die Finsternis, den Irrtum, da das vollkommene, wahre Wesen des Lebens nicht offenbart wurde. Man nennt diesen Zustand unrein und sündig, weil das wahre Wesen des Lebens, das vollkommen und harmonisch ist, nicht offenbart wurde. Irrtum. Während der Engel bei Seisho no Ie verkündete, erschien ein Cherub und fragte: Um der Menschheit, um ihrer geistigen Erleuchtung willen, enthülle uns das wahre Wesen der Finsternis und des Irrtums. Darauf antwortete der Engel: Die Finsternis ist deshalb ein Irrtum, weil ihr an Dinge glaubt und sie euch einbildet, die im Grunde gar nicht existieren. Die Wahrheit, nicht zu erkennen, wird Irrtum genannt. Lust und Leid haben ihre Wurzeln nicht in der Materie. Nur weil ihr glaubt, Lust und Leid hätten ihre Wurzeln in der Materie, versucht ihr ständig, die Lust zu finden und dem Leid zu entfliehen. Solch irrige Gedanken und Gefühle nennt man Irrtum. Obwohl die Lebenskraft nicht aus der Materie kommt, seht ihr sie doch darin begründet, und diesen Irrglauben nennt man Irrtum. Die Materie hat ihren Ursprung im Herzen. Das Herz ist es, welches die Materie beherrscht. In all ihrer Vielgestalt ist die Materie die Schöpfung des Herzens, doch die Menschen glauben, das Herz sei der Materie unterworfen, und so sorgen und bekümmern sie sich, wenn die Materie sich verändert. Sich und das vollkommene und harmonische wahre Wesen des Lebens nicht zu erkennen, nennt man Irrtum. Irrtum ist das Gegenteil von Wahrheit, darum ist der Finsternis. Irrtum ist das Gegenteil des wahren Sein, und darum ist er nicht existent. Wäre der Irrtum das wahre Sein, so wären auch alles Leid und alle Quälerei, die ihm entspringen, existent. Da jedoch der Irrtum im wahren Sein nicht existiert, sind auch Kummer und Leid nur Albträume, aus denen ihr eines Tages erwachen müsst. Sünde. Und wieder fragte der Cherub: Gehört die Sünde zum wahren Sein? Die Stimme des Engels erwiderte: Nur Gott selbst und die Dinge, die von ihm ausgehen, sind das wahre Sein. Gott ist vollkommen und ebenso alles, was er geschaffen hat. Nun frage ich dich: Hältst du die Sünde für etwas Vollkommenes? Nein, Meister, die Sünde ist nicht vollkommen, antwortete der Cherub. Und so fuhr der Engel fort: Die Sünde ist unvollkommen, deshalb ist sie kein wahres Sein. Krankheit ist unvollkommen, deshalb ist auch sie kein wahres Sein. Der Tod ist unvollkommen, darum ist er kein wahres Sein. Haltet nichts für das wahre Wesen, was von Gott nicht geschaffen wurde. Lasst euch nicht erschrecken von dem Albtraum, den es eigentlich nicht gibt. Sünde, Krankheit und Tod sind nicht Gottes Schöpfung. Auch wenn sie die Maske des wahren Seins tragen, sind sie doch allesamt nicht existent und gehören deshalb zum Irrtum. Ich bin gekommen, um euch die Maske von den Augen zu reißen und um die Nicht-Existenz von Sünde, Krankheit und Tod zu verkünden. Dessen Willen kamen auch einst Shakyamuni Buddha und Jesus Christus in diese Welt. Würde die Sünde in Wahrheit existieren, so könnte kein Buddha und nicht einmal die Kreuzigung Jesu die Sünde aus der Welt schaffen. Glücklich seid ihr, die ihr wisst, dass die Sünde nicht existiert
und nur ein Schatten des Irrtums ist. Darum haben sich die Buddhas auch aller Menschen angenommen und ihre Sünden getilgt. Ebenso erlöste Jesus Christus jeden Einzelnen durch die Worte: Deine Sünden sind dir vergeben. Auch mir wurde die Macht der Worte verliehen, um das Lied von Seisho no Ye zu schreiben, um die wahre Natur der Sünde zu enthüllen und um sie in ihren Ursprung des Nichts zurückzutreiben. Wer meine Worte liest, wird die wahre Natur des wahren Seins erfahren, und alle seine Sünden werden getilgt werden. Wer meine Worte liest, wird die wahre Natur des Lebens erfahren, und all seine Krankheiten werden verschwinden. Und so werdet ihr den Tod überwinden und ewig leben. Mensch, ich bin die Wahrheit, ein Engel, der von der Wahrheit gesandt wurde. Ich bin das Licht, das aus der Wahrheit erstrahlt, das Licht, das den Irrtum zerstört. Ich bin der Weg, wer nach meinem Wort lebt, der wird den richtigen Weg nicht verlassen. Ich bin das Leben, wer aus mir schöpft, wird weder krank noch sterben. Ich bin die Erlösung, wer sich mir anvertraut, wird von mir aufgenommen und im Reich des wahren Wesens wohnen. Als der Engel dies sprach, bat ihn der Cherub abermals: Meister, zeige uns die wahre Natur des Menschen. Der Engel antwortete: Der Mensch ist nicht Materie. Er ist auch nicht der physische Körper. Er besteht weder aus Hirnzellen, noch aus Nervenzellen, weder aus Blutkörperchen, noch aus Serum und auch nicht aus Muskelzellen. Und er ist auch nicht die Zusammensetzung aus alledem. Er kennt das wahre Wesen des Menschen. Der Mensch ist Geist, der Mensch ist Leben und er ist unsterblich. Gott ist die Lichtquelle des Menschen und so ist der Mensch Licht, das aus Gott entstanden ist. Es gibt keine Lichtquelle ohne Licht und ohne Licht gibt es keine Lichtquelle. So wie Licht und Lichtquelle eins sind, bilden auch Gott und der Mensch eine untrennbare Einheit. Da Gott Geist ist, ist auch der Mensch Geist. Da Gott Liebe ist, ist auch der Mensch Liebe. Da Gott Weisheit ist, ist auch der Mensch Weisheit. Der Geist ist nicht das Wesen der Materie, und weder die Liebe noch die Weisheit sind es. Da der Mensch Geist, Liebe und Weisheit ist, hat er nichts mit der Materie zu tun. Weil der wahre Mensch Geist, Liebe, Weisheit und Leben ist, vermag er keine Sünde zu begehen, kann er nicht krank werden und auch nicht sterben. Sünde, Krankheit und Tod sind nichts anderes als Albträume. Werdet euch des wahren Wesens eures Lebens bewusst. Werdet euch des wahren Menschen bewusst, der euer wahres Wesen ist. Der wahre Mensch ist der göttliche Mensch und er ist das Abbild Gottes. Was vergeht, ist nicht der wahre Mensch. Was sündigt, ist nicht der wahre Mensch. Was erkrankt, ist nicht der wahre Mensch. Darum verkünde ich allen Menschen auf der Erde: Erwachet zur wahren Natur eurer selbst. Ihr seid selbst der wahre Mensch und nichts anderes als dies seid ihr. Sieht man den Menschen mit den Augen der Wahrheit, so vermag er keine Sünde zu begehen, keine Krankheit zu erleiden und nicht zugrunde zu gehen. Auch wenn euch jemand Sünder schimpfen sollte, denkt immer daran, da Gott keine Sünder geschaffen hat, gibt es auf dieser Welt keinen einzigen Sünder. Die Sünde widerspricht dem Wesen des Gotteskindes. Krankheit widerspricht der wahren Natur des Lebens. Auch der Tod widerspricht der wahren Natur des Lebens. Sünde, Krankheit und Tod sind im Grunde nicht existent und nichts anderes als Wahnvorstellungen, die eigentlich nicht existierende Dinge ausmalen. In der Welt des wahren Wesens sind Gott und Mensch eins. Gott ist die Lichtquelle und der Mensch der Lichtstrahl, der von ihm ausgesandt wurde. Der erste Albtraum, der die Menschen dazu verleitete, an die Existenz von Sünde, Krankheit und Tod zu glauben, wurzelt in der alten Theologie, die ihnen weismachte, der Mensch bestünde nur aus Staub.
Ähnlich vertreten die modernen Naturwissenschaftler die Ansicht, der Mensch sei aus der Materie entstanden. Diese Ansichten sind der erste Traum, der zu dem Irrglauben führt, der Mensch sei Sünde, Krankheit und Tod ausgeliefert. Wird dieser erste Traum zerstört, so wird auch die Wurzel von Sünde, Krankheit und Tod vernichtet und kehrt in ihr ursprüngliches Nichts zurück. Wenn ihr Seisho no Ye lest und durch die Erkenntnis der Wahrheit von euren Krankheiten geheilt werdet, so ist der erste Traum zerstört. Wenn es keinen ersten Traum gibt, dann gibt es auch keinen zweiten Traum. Da es alle diese Träume nicht gibt und da der Mensch im Grunde rein ist, so kann der Mensch keine Sünde begehen, auch wenn er dies wollte. Da es all diese Albträume nicht gibt und weil der Mensch im Grunde krankheitslos ist, kann er nicht krank werden, auch wenn er dies wollte. Da es all diese Albträume nicht gibt und da er im Grunde ewiges Leben ist, vermag er auch nicht zu sterben. Darum sage ich euch, die ihr auf der Erde seid, sucht von ganzem Herzen das eigentliche Wesen eures Geistes und strebt nicht danach, dieses in der Materie und im fleischlichen Körper zu finden, die aus Traum und Irrtum entstanden sind. Jesus Christus sagte, das Reich Gottes ist in euch. Wahrlich, wahrlich, ich verkünde euch. In euch bedeutet die wahre Natur der wahre Mensch. Denn in euch meint die wahre Natur, die göttlich ist. Und deswegen existiert das Reich Gottes nur in euch. Wer es außerhalb sucht, jagt einem Traum nach und wird daher niemals das Reich Gottes gewinnen. Wer das Reich Gottes in der Materie sucht, jagt ebenso einem Traum nach und wird niemals das Reich Gottes aufrichten können. Christus sagte ferner, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Diese Welt ist nur ein Schatten. Das ewige Paradies existiert nur in uns selbst. Wer sich des Paradieses in sich selbst bewusst wird, sieht dieses Reich auch als Widerspiegelung in der Außenwelt. Wer sich des Lebens der unendlichen Gesundheit in sich bewusst wird, zeigt in seinem Äußeren auch Gesundheit und Kraft als dessen Widerspiegelung. Die fünf menschlichen Sinne nehmen nur die Welt der Widerspiegelungen wahr. Wer die Welt der Widerspiegelungen reinigen will, muss das Urherz von allen negativen Gedanken reinigen und die schmutzigen Stellen des Irrtums beseitigen. Wahrlich, ich habe die Sinnlosigkeit der materiellen Welt gesehen. Ich habe gesehen, dass die Welt der Materie nicht mehr ist als ein Schatten. Ich habe auch gesehen, dass der Mensch das Licht ist, das aus Gott erstrahlt. Ich habe gesehen, dass der Leib ein Schatten des Herzens ist. Darum wisset, die Materie huscht wie ein Schatten vorbei, vergleichbar einem fliehenden Pferd auf einer Drehlaterne. Betrachtet deshalb die Schatten nicht als wahres Sein. Die wahre Natur des Menschen ist seine Göttlichkeit. Er ist ein geistiger Körper, der ewig, unzerstörbar und unsterblich ist. Er ist keineswegs eine Maschine, die aus Materie gefertigt wurde. Und es ist auch nicht so, als sei die Materie zuerst da gewesen und der Geist hätte sich dann darin eingenistet. Eine solche dualistische Auffassung ist vollkommen falsch. Die Materie ist vielmehr ein Schatten des Geistes, ein Produkt des Herzens, vergleichbar einer Seidenraupe im Kokon. Nicht der Kokon hat zuerst existiert und die Raupe hat sich dann darin eingenistet, sondern die Seidenraupe spinnt den Seidenfaden und webt damit um sich herum den Kokon, um sich anschließend darin selbst zu beherbergen. Die wahre Natur des Menschen ist zunächst das geistige Leben, welches die Fäden des Geistes verwebte und den Kokon für den Leib schuf. In diesen Kokon schließt das Leben sich und seinen Geist ein und erst dann wird die Idee zu einem physischen Körper. Denkt daran, der Kokon ist nicht die Raupe, daher ist der Körper auch nicht der Mensch, sondern nur ein bloßer Kokon des Menschen. Wenn die Zeit kommt, so wird die Raupe den Kokon zerfressen und gen Himmel fliegen, so wird auch der Mensch den Kokon seines physischen Körpers zersprengen und in die geistige Welt aufsteigen. Betrachte nie das physische Vergehen des Körpers als den Tod eines Menschen. Der Mensch ist das Leben, daher kennt er den Tod nicht. Den Gedanken folgend, der Zeit folgend,
der Notwendigkeit folgend, zeigt er sich in verschiedenen Zuständen des Leibes und in verschiedenen Lebensräumen. Das Leben selbst wird jedoch niemals krank. Das Leben selbst stirbt niemals. Wenn ihr die Richtung eurer Gedanken ändert, so könnt ihr eure Gesundheit und euren Zustand beliebig selbst bestimmen. Eines Tages aber wird die Zeit kommen, da der Mensch den fleischlichen Kokon nicht weiter benötigt. In diesem Moment wird das Leben den Kokon des Leibes zerfressen und hoch in das Reich der Freiheit entschweben. Betrachtet dieses Ereignis nicht als den Tod eines Menschen, denn da das wahre Wesen des Menschen das Leben ist, kann er niemals sterben. Während der Engel dies erzählte, erklangen himmlische Sphärenklänge und ein Blütenregen ging hernieder, wie um die Wahrheit dessen zu preisen, was er verkündete. Ende des Heiligen Sutra. Möge die Gnade dieses Heiligen Sutra in alle Richtungen des Universums ausstrahlen und mögen wir zusammen mit allen Wesen der Erde unser wahres Wesen erkennen und es erfüllen. Das Heilige Sutra, das Wort des Engels, Offenbarung des ewigen Lebens. Ich bin vor euch nicht um der Materie willen erschienen, sondern wegen des Lebens. Nicht zum Nutzen des Fleisches bin ich erschienen, sondern um des Geistes willen. Es sind derer wenige, die zu dieser Erleuchtung gelangen. Es gibt Menschen, die bekümmert das Auf und Ab der Materie. Ihr Glauben vertieft sich, wenn sich die Materie vermehrt, und er geht verloren, wenn sie sich verringert. Wird der Leib gesund, preisen sie Gott, erkrankt aber ein Mitglied der Familie, so verlieren sie ihren Glauben. Diese Leute glauben nicht an Gott, sondern an die Materie. Aber da die Materie letztlich immer wieder vergeht, zerbröckelt jener Glaube, der sich auf materiellen Segen gründet, da dieser ständigem Wandel unterworfen ist. Indem Gott Krankheiten heilt, verkündet er die Wahrheit, dass das Herz den Leib beliebig formen kann und die körperliche Hülle nur eine Projektion unserer Gedanken ist. Dennoch sind neben dem physischen auch der astrale und der geistige Körper nur Spiegelungen unserer Gedanken. Sagt man nun, es gebe keinen Tod, so ist damit nicht die körperliche Hülle gemeint, denn jede Sekunde sterben Körperzellen ab und erneuern sich. Was bleibt, ist jenes Leben, das hinter den Dingen steht. Dieses Leben bin ich alleine und du bist es auch. Darüber hinaus gibt es kein anderes Ich oder Du. Dieses Leben ist der Geist, der vollkommen und harmonisch ist. Einige sehen die Form des Geistes als Kugel, da eine Kugel eine vollkommene Rundung aufweist. Dabei geht es nicht um eine Rundheit der Form. Gott hat keine Gestalt. In seiner Gestaltlosigkeit ist er vollkommen, harmonisch und frei. Und deswegen wird er runde Gestalt oder auch große Harmonie genannt. Da ich vollkommen frei bin, erscheine ich manchmal als Drachengott. Ein andermal zeige ich mich in den altjapanischen zeremoniellen Gewändern. Ab und zu erscheine ich als Engel oder Cherub. All diese Gestalten sind einzelne Personifizierungen meiner selbst. Sie sind nicht falsch, aber nur an einer einzigen Form festzuhalten und zu denken, nur sie allein stelle mich dar, hieße, meine wahre Natur zu verkennen. Es würde bedeuten, mein ganzes Sein nicht zu begreifen. Strebt danach, die Wahrheit zu erkennen. Da ihr Kinder Gottes seid, seid ihr vom gleichen Wesen wie ich. Euer Leib ist nur Erscheinungsform von euch und macht nicht euer ganzes Wesen aus. Offenbarung, 10. April 1932. Dein Körper ist eine musikalische Komposition, gespielt auf den Saiten deiner Gedanken. Die Idee, das Leben wohne im Fleisch, ist eine dualistische Auffassung und entspricht nicht der Wahrheit. Richtig ist, dass das Leben das Fleisch so zeigt, wie es auf deinen geistigen Saiten gespielt wird. Alle Körper des Menschen sind nicht mehr als Gedankenprojektionen, sei es der physische Körper, Doppelkörper, der Astralleib oder der geistige. Und je nachdem, welche Komposition du spielst, zeigst du einen dieser vier Körper. Letzten Endes
müssen alle Menschen ihren fleischlichen Körper verlieren. Aber sie sterben nicht. Alle Menschen sind Kinder Gottes und daher unsterblich. Von deiner jeweiligen Gedankenkomposition hängt es ab, welche Form dein Ich annimmt. Der Mensch-Dasein ändert sich in ihrem Erscheinungsbild, welches von den Gedanken, denen sie nachhängen, abhängt. Findet in diesen Gedanken eine größere Wende statt, wechselt dein vorübergehendes Dasein von dieser Welt in eine andere Welt und das Fleisch, das bis dahin deine Gedanken offenbarte, zerfällt sehr schnell. Die Menschen nennen dies gewöhnlich Tod, aber es ist kein Tod. Es ist, als ob das Leben auf dem Gedankeninstrument ein Musikstück spielte und nach dessen Beendigung ein neues begänne. Findet in den gedanklichen Kompositionen, die das Leben spielt, keine größere Wende statt, sondern fehlt dem Gedankenrhythmus nur die Harmonie, so sprechen wir von Krankheit. Eine solche Krankheit kann geheilt werden, sobald die Rhythmen der Gedanken korrigiert werden. Wie richtig auch immer diese Rhythmen sein mögen, so muss das erste Stück irgendwann einmal enden und zu einer höheren Stufe übergehen. Ich meine damit, dass das irdische Leben zu Ende gehen muss. Das Leben auf dieser Erde ist dein Anfängerstück. Wer es schnell hinter sich bringt, der absolviert auch schnell seinen Anfängerkurs. Sei nicht traurig, wenn ein Stück zu Ende ist. Dies ist nötig, um auf eine höhere Stufe zu gelangen. Zuvor kommt ein Stimmer und stimmt den Klang deiner Gedankenseiten. Aufgrund dieses Stimmens wird dein vorübergehendes Dasein für einen Moment disharmonische Töne erzeugen. Dieses Stimmen bewirkt, dass nun, da du das Stück, diese Welt beendest, dein körperlicher Rhythmus durcheinander gerät. Dies ist jedoch kein wirkliches Chaos. Mögt ihr auf diese Weise fortfahren, immer höhere Kompositionen zu spielen. Ein Musikstück mag enden, für den Spieler ist das jedoch nicht das Ende, denn er ist ein Kind Gottes und daher unsterblich. Offenbarung, 26. Juni 1931. Bemerkung: Die beiden Lieder, das Lied des ewigen Lebens und die Offenbarung des ewigen Lebens, sind zur Erleuchtung der Menschen geschrieben. Sie beinhalten, dass der physische Körper im Grunde kein wahres Sein hat und dass nur das ewige Leben ein wahres Sein aufweist. Sie sind besonders geeignet, auf einer Beerdigungsfeier oder einer Ahnengedenkfeier rezitiert zu werden. Das Heilige Sutra, das Wort des Engels. Und der Engel sprach abermals. Seine Worte wirbelten gen Himmel und verwandelten sich in einen bezaubernden Regenbogen. Sie breiteten sich auf der Erde aus und spielten eine himmlische Symphonie. Die Cherubim stimmten mit ein und trugen Zweige mit vollen Blüten. Sie waren bekleidet mit feinem und dünnem Stoff und tanzten im Himmel, schwebend in der Luft. Blüten tanzten zur Erde, und so verwandelte sich die Erde in einen paradiesischen himmlischen Garten. Nun erklingt das Wort des Engels. Ich bin der Künder der Offenbarung des vollkommenen Gottes. Was mir zuteil wurde, werde ich euch geben. Was Gott mir erzählte, werde ich euch erzählen. Ich bin der von dem Schöpfer Gott gesandt wurde. Ich bin der Weg, das Wort des Schöpfers. Ich bin die Schwingung des Schöpfergottes. Ich bin vom Schöpfer Gott gesandt, und mit seinem Worte will ich euch erleuchten. Eine Lichtschwingung des Schöpfergottes bin ich. Wo mein Licht erstrahlt, gibt es weder Finsternis und Krankheit, noch Alter und Tod. Wer dies glaubt, dem wird das ewige Leben zuteil, und er erstrahlt in alle Ewigkeit. Denn ich bin das Wort des Schöpfergottes. Meine Worte sind nicht nur bloßes Ausströmen meines Atems, sondern Gott ist bei mir, und darum höre ich auch die Stimme Gottes, die meinen Worten innewohnt. Ich bin das Sprachrohr Gottes. Hört, bejaht nicht mich als einzelnen Gott, preist keinen Gott, der eine Form angenommen hat. Alles Gute in mir stammt ausschließlich von dem universalen Gott. Hört,
Verehrt den Gott, den ich euch zeige. Ich sage nicht, ihr sollt mich verehren. Ich bin nur der Bote, weil ich mein Wesen als Gott sehe, will ich eure Wesen als Gott leuchten lassen. Die Wahrheit, die zu erkennen ihr verpflichtet seid, ist, dass die Hauptwesen des Ichs alle göttlich sind. Höret und wisset, auch eine Vielzahl einzelner, individueller Seelen ist eine Widerspiegelung des einzigen Geistes Gottes. Nehmen wir zum Beispiel einen Körper und stellen 1 Million Spiegel um ihn herum. Sehen wir sie, so sehen wir 1 Million Gestalten sich widerspiegeln. Genauso ist es auch mit eurer individuellen Seele. Sie zeigt sich getrennt und einmal zufrieden und einmal unzufrieden in verschiedener Gestalt. Doch ist sie jedes Mal die Widerspiegelung des einzigen göttlichen Geistes und bildet eine Einheit. Deshalb sagen wir, ihr seid alle Brüder und Schwestern. Zu wissen, dass alles Leben auf der Welt miteinander verwandt ist, dass alles Leben eine untrennbare Einheit ist und dass Gott der Vater allen Lebens ist, bedeutet, ganz von allein in euch Liebe und Bewunderung wach werden zu lassen. Also lasst euch nicht von der Gestalt außerhalb des Leibes gefangen nehmen. Lasst es nicht zu, dass die Brüder und Schwestern wegen äußerer Gestalten getrennt werden. Die äußere Gestalt sieht nur die Schatten ihrer eigenen Überzeugung. Wie kann endloses Leben in einem Leib entstehen, der altert und verwest? Als der Engel dies sagte, beendeten die im Himmel tanzenden Cherubim ihren Tanz und verbeugten sich alle auf einmal vor dem Engel. In diesem Augenblick trat ein besonders anmutiger Cherub aus der Menge hervor, der seinen juwelenähnlichen Leib in ein feines grünes Tuch gehüllt hatte und sprach: »Du, Ältester des Lebens, sagt die moderne Wissenschaft nicht, dass man mit dem Gehirn denkt und mit den Nervenzellen die Dinge erfühlt? Wie kann man ohne Gehirn und ohne Nervenzellen über die Dinge nachdenken und sie erfühlen?« Der Engel antwortete abermals: »Hört, es ist ein Irrtum zu glauben, dass in der Materie der Körperzellen Empfindungen von Lust und Leid liegen. Da der Leib ursprünglich ein Nichts ist und nur ein Schatten der Gedanken, kann der Leib, wenn wir seine Leibhaftigkeit vergessen, und uns in Selbstvergessenheit befinden, vollkommen seine Funktionen entfachen. Dies bedeutet, dass es hinter dem Leib ein Herz gibt, und wenn wir den Film der Gedanken ablaufen lassen, so können wir auf die Leinwand der Erscheinungswelt die Gestalt des Leibes projizieren. Zerstört den Traum, dass ihr ein fleischlicher Körper seid. Auch in dieser Welt sieht ein hervorragender Wissenschaftler den Menschen nicht nur als einen fleischlichen Körper, und er erkennt, dass die Empfindungen des Herzens sind, welches hinter dem Leib verborgen ist. Habt ihr schon mal von den Aufzeichnungen des großen italienischen Arztes Lombroso gehört? Der Kranke war blind und vermochte nicht mit seinen Augen die Dinge zu sehen, sondern mit seinen Fingerspitzen. An den Fingerspitzen gibt es weder Augapfel noch Netzhaut noch Sehnerven, und dennoch sahen seine Fingerspitzen die Gestalt der Dinge sehr gut. Diese Tatsache ist ein Beweis dafür, dass das Empfinden nicht im Körper liegt und auch nicht in den Nervenzellen steckt, sondern im Herz, das dahinter liegt. Wenn man mit dem Herzen sehen kann, so vermag man auch mit den Fingerspitzen die Dinge zu erkennen. Und selbst wenn es diese Fingerspitzen nicht gäbe, vermochte man trotzdem Dinge zu sehen und zu hören. Daher rühren auch die japanischen Ausdrücke Tengan, himmlisches Auge, und Tenji, himmlisches Ohr. Das Musikgenie Beethoven vollendete viele seiner Werke, nachdem seine leiblichen Ohren taub geworden waren, in einem Alter, indem er die Töne der Dinge fast nicht mehr auseinanderhalten konnte. Obwohl sein Ohr taub war, öffnete er das Ohr seines Herzens, und während er die Tastatur des Klaviers befühlte, konnte sein Ohr die Töne der Komposition unterscheiden.
Solche Menschen, deren Herz nicht von ihrem Leib gefangen genommen wird, vermögen die Dinge ohne Augen zu sehen, sie ohne Ohren zu hören und ohne Körper die Dinge zu erfühlen. Dies ist eine Tatsache und nicht bloße Theorie. In diesem Moment fragte der Cherub des Himmels: Meister, es ist mir bekannt, dass man ohne Augen und ohne Ohren die Dinge sehen und hören kann, aber ist es nicht unmöglich, ohne einen Körper die Dinge zu erfühlen? Der Engel antwortete: Habt ihr noch nie von Experimenten der modernen Parapsychologie gehört? Die Versuchsperson wird zum Beispiel fest an einen Stuhl gefesselt und vermag ihren Leib um keinen Millimeter zu bewegen. Dennoch lässt sie nur durch die Kraft ihrer konzentrierten Gedanken einen Tisch sich in die Luft erheben, eine Ziehharmonika fliegen oder aus einem Megafon, das frei in der Luft schwebt, eine Stimme hervortönen, oder aber sie lässt aus der Luft eine Ziehharmonika spielen. Dies alles sind konkrete Beispiele dafür, dass man auch ohne Körper die Dinge erfühlen und sie in Bewegung bringen kann. Dass das Herz die Dinge in Bewegung bringen kann, heißt, dass die Dinge und das Herz nicht getrennte Wesen sind, sondern dass die Dinge eine Spur des Herzens sind. Wenn zum Beispiel ein Künstler ein gelungenes Bild malt, so ist in diesem Fall das Bild die Spur seines Herzens und das Bild ist nicht der Künstler selbst. Genauso ist es auch mit dem menschlichen Körper, der ebenfalls nur eine Spur des menschlichen Herzens ist und nicht der Mensch selbst. Gemäß den Gedanken verändert sich die körperliche Gestalt und wird entweder schön oder hässlich. So verändert sich auch die Gesundheit gemäß den Gedanken. Erkennt man dieses Prinzip, vermag man seinen Leib nach Belieben zu verändern. Der Irrtum behauptet, der Mensch sei sein Körper. Aber der Körper ist nicht der Mensch. Das wahre Wesen des Menschen ist seine Gotteskindschaft und ein ewiges Leben. Daher kann der Mensch nicht mit dem Leib gleichgesetzt werden, der dem Zyklus von Entstehen und Vergehen unterworfen ist. Alles, was dem Leben und dem Tod unterworfen ist, besitzt kein wahres Wesen, sondern ist nur ein Schatten des Gedankens. Verändert man den Gedanken, so ändert sich auch das Äußere. Materie ist nicht das wahre Wesen der Dinge, sie folgt nur den Gedanken Leben oder Sterben. Da die Materie nur ein Schatten der Gedanken ist, besitzt sie selbst kein Bewusstsein, keine Empfindung, empfindet keine Schmerzen und keine Leiden. Deshalb rührt der Schmerz, der nicht in der Materie vorhanden ist, nicht vom Leib als Materie her, sondern er ist in den Gedanken des Empfindens zu finden. Wenn der Leib hypnotisiert und für einen Moment seiner Gedanken beraubt wird, spürt er nicht den Schmerz von Nadelstichen, nicht den Schmerz durch Messerschnitte. Und eine schmerzlose Nadelbehandlung und eine schmerzlose Operation lassen sich frei und ungehindert durchführen. Man spricht von einer Leiche, wenn der Gedanke völlig aus der Hülle entwichen ist. Habt ihr jemals gesehen, dass eine Leiche Schmerz spürt? Eine Leiche spürt keine Schmerzen, weil die Gedanken aus ihrer entwichen sind. Der Gedanke lässt ein Gebilde erscheinen. Dies ist der lebende, fleischliche Körper. Deshalb verändert der lebende, fleischliche Körper auf dem Gedanken folgend seine Gestalt. Denkt man Gesundheit, so wird der Leib gesund. Denkt man Krankheit, so zeigt er sich krank. Denkt daher ständig Gesundheit und vermeidet es, an Krankheit zu denken. In dem Moment, wo eure Gedanken euren Leib verlassen, verändert sich euer lebenden Körper zu toten Körpern. Weicht aus dem Körper die Kraft des Gedankens, die seinen Zustand aufrechterhielten, löst er sich auf und wird wieder zu einem Teil des Universums. Der Gedanke, der den Körper verlassen hat, behält noch seine Individualität und führt ein Leben weiter in der spirituellen Welt. Eure sogenannte Seele tritt je nach eurem Reinheitsgrad in eine höhere geistige Welt ein. Der, dessen Gedanken nicht gereinigt sind, wird deshalb durch die Kraft seiner Gedanken nur eine provisorische Umgebung schaffen und in dieser Umgebung quält er sich dann. Deshalb hört, hebt euer Herz immer hohen Zielen entgegen und denkt nicht, auch nicht im Geringsten, an Böses.
Denkt nicht, auch nicht im geringsten an Unreinheit. Denkt nicht, auch nicht im geringsten an Leid. Denkt nicht, auch nicht im geringsten an Krankheit. Böses, Unreinheit, Leid und Krankheit sind keine Produkte Gottes, sondern nichts als Trugbilder, die eure Gedanken im Wahn gesehen haben. Glaubt nicht, dass ihr die Finsternis erblickt. Sie sei wirklich. Die Finsternis ist ein Zustand, in dem kein Licht vorhanden ist. Böses, Unreinheit, Leid und Krankheit, sie alle zeigen bloß, dass dort das Nichtsein der Schöpfung Gottes ist. Dort, wo keine Schöpfung Gottes vorhanden ist, gibt es kein wahres Sein. Nichtsein des wahren Seins bedeutet Böses, Unreinheit, Leid und Krankheit. Wenn dem so ist, weshalb solltet ihr euch vor dem Leid, das ursprünglich nicht existiert, fürchten? Weshalb fürchtet ihr euch vor Krankheiten, die ursprünglich nicht existieren? Wenn man sich im Dunkeln fürchtet, erscheint das vertrocknete Stielblütengras wie eine Gespenstergestalt. Genauso ist es, wenn sich das Herz im Dunkeln befindet. Fürchtet man sich dann vor Krankheit, so wird diese nicht existente Krankheit trotzdem vor dir reale Gestalt annehmen. Aber die Krankheit besitzt kein wahres Sein. Sie ist nichts anderes als eine Projektion der Furcht. Strahlt das Licht in die Finsternis des Herzens hinein und schwinden eure Ängste, dann wird sich die Krankheit von selbst auflösen und ihr ursprüngliches Nichtsein zeigen. Malt daher in eurem Herzen stets die Gestalt des wahren Seins aus, das vollkommen, harmonisch und rein ist. Malt stets die Gestalt eines Gotteskindes, das vollkommen harmonisch und krankheitslos ist. Der Mensch ist ein Kind Gottes, und er ist nur dies. Unter dem vollkommenen, harmonischen Gott entsteht kein Leid. Aus dem vollkommenen, harmonischen Gott entsteht keine Krankheit. Leid und Krankheit sind nur Trugbilder der fünf Sinne. Fürchtet euch nicht vor Krankheit. Die Krankheit, die von den fünf Sinnen ausgemalt wird, vermag noch nicht einmal einen kleinen Teil des wahren Wesens deines Lebens krank zu machen. Noch nicht einmal einen kleinen Teil des wahren Wesens deines Lebens unglücklich zu machen. Welche Krankheit auch immer, welches Unglück auch immer, sie sind alle ein Trugbild, gleich einem Wolkenmeer, welches das wahre Wesen des Lebens oberflächlich bedeckt. Diese Trugbilder entstehen alle aus dem Irrtum, aus dem Nichtwissen über das wahre Wesen des Lebens. Erkennt das wahre Wesen des Lebens, und wenn ihr dadurch den Irrtum ausmerzt, dann merzt ihr auch die Furcht aus. Und wenn ihr die Furcht ausmerzt, dann werden sämtliches Unglück und sämtliche Krankheiten ausgemerzt. Als der Engel dies erzählte, erschien im Himmel eine Utopia, wie eine Insel des ewigen Jungseins. Auf dem höchsten Punkt der Insel befindet sich ein Palast aus Kristall, und auch das Dach und die Säulen sind aus Kristall. Der Engel lässt sich auf den obersten Platz hernieder, und die Cherubim kommen durch das Dach vom Himmel heruntergetanzt und bilden einen Ring um den Engel. In diesem Moment erklingt von irgendwoher eine ganz helle Musik, und die Cherubim tanzen im Einklang mit dieser Musik. Ihre feine Bekleidung fällt in leichten Wellen. Auf dem kobaltblauen Meer, das die Insel umgibt, gleitet ein halbmondförmiges Schiff dahin, einer Gondel aus Venedig gleich, und es herrscht dort ein unbeschreiblicher Friede. In diesem Moment ertönt die Stimme des Engels aus dem Kristallpalast heraus, indem er auf die Erde zeigt. Siehe, das ist die Welt des wahren Wesens. Die Welt des wahren Wesens ist das Reich des Vaters. Es ist das Paradies. Es ist das reine Land. Im Reich des Vaters gibt es genügend Wohnungen. Die Wohnungen in der Welt des wahren Wesens sind alle das Seisho no Ie. Daher gibt es keine Hungersnot, keine Trauer, keinen Streit, keine Krankheiten. Alle Dinge erscheinen nach Belieben und verschwinden, wenn sie ihren Zweck erfüllt haben. Es ist die Welt
der vollkommenen Reinheit und des Friedens. Es ist die Welt des wahren Wesens, es ist eure Welt. Außer ihr gibt es keine andere Welt. Als der Engel dies verkündete und als man in die Richtung blickte, in die der Bote gezeigt hatte, sah man, dass dort unzählige Häuser von Seisho no Ye standen. Ihre Dachziegel bildeten unendliche Reihen und über ihnen schwebte der Rauch der Kamine wie der Dunst im Frühling. Die Bewohner besangen den großen Frieden und es offenbarte sich eine Welt des beständigen Friedens. Ende des Heiligen Sutra. Möge die Gnade dieses Heiligen Sutra in alle Richtungen des Universums ausstrahlen und mögen wir zusammen mit allen Wesen der Erde unser wahres Wesen erkennen und es erfüllen. Das Lied des ewigen Lebens. Einem Regenbogen gleicht der menschliche Körper. Er zeigt sich nur kurz und vergeht bald. Dem Schaum gleicht dieser Körper. Er hat keinen Bestand und verflüchtigt sich im Nu. Einem Traumbild ist dieser Körper gleich. Es hat keine Dauer und entschwindet rasch. Dieser Körper ist einem Echo gleich, das nicht lange widerhallt und bald verstummt. Dem Blitz ähnelt dieser Körper, der nur kurz aufleuchtet und im gleichen Augenblick erlischt. Den dahintreibenden Wolken gleicht dieser Körper, die keinen Halt kennen und bald entschweben. Einer Strömung ist dieser Körper gleich, die nie innehält und rastlos dahinfließt. Dem Pisangbaum gleicht dieser Körper, der vor Kraft zu strotzen scheint und doch in seinem Inneren hohl ist. Der Flamme gleicht dieser Körper, die Wärme verheißt und doch alles niederbrennt und in Asche verwandelt. Einem Traum gleicht dieser Körper, der Realität vortäuscht und sich als Schein entlarvt. Aus dem Irrtum ist dieser Körper geboren. Er weckt den Anschein von Wirklichkeit, ist aber nur eine Illusion. Dieser Körper hat keinen Herrn, und obwohl es den Anschein gibt, ist er doch herrenlos und gleicht einem Haus ohne Hüter. Dieser Körper besitzt kein eigenes Herz. Obwohl er so aussieht, als habe er eins, ist er einem Scherbenhaufen gleich. Dieser Körper besitzt kein eigenes Leben. Wie ein loses Blatt dem Wirbelwind, so ist er der Kraft des Karmas ausgeliefert. Unrein ist dieser Körper, obgleich er schön aussieht, ist er innen eine Stätte der Fäulnisse. Dieser Körper ist vergänglich, obwohl er so robust aussieht, ist er dem Tode geweiht. Ob Schaum oder Regenbogen, ob Traumbild oder Echo, alles was vergeht, verkörpert kein wahres Sein. Sagt darum niemals ich, ihr Menschen, wenn ihr euren Körper meint, welches nicht das wahre Sein ist. Die Leere ist nicht das Selbst, was dem Tode geweiht ist, ist nicht das Selbst, was vergeht, ist ebenfalls nicht das Selbst. Wahrlich, dein wahres Selbst ist nichts als der Dharma, nichts als die Buddha-Gestalt und nichts als der Diamantenkörper. Nur das, was an dir unzerstörbar ist, ist dein wahres Selbst. Nur das, was an dir unsterblich ist, ist dein wahres Selbst. Nur das, was das Universum füllt, ist dein wahres Selbst.